Hallo meine Freunde und den Zuschauer, willkommen zurück zu Subsistence. So, heute habe ich mal was ganz Besonderes vor. Ich würde gerne mal das hier herstellen. Wir haben jetzt Monat Juni und der heiße Sommer kommt ja langsam auf uns zu. Ich hätte gerne diese Klimaanlage. 3 Platinen, 4 Eisenbarren und 10-mal Metall. Holz hier. Gut. Metall haben wir. Ich habe gesagt, Freunde, ja, da habe ich schon noch alle. Warte mal. Mal gucken. Was war denn das noch? Ach so, Platinen, Eisenbahn. Ja, gut. So, Platinen haben wir gerade mal so. Eisenbahn. Für Platinen brauchen wir bestimmt wieder Perlen, dass man auch wieder ein bisschen abtauchen geht. Gut, ich will unbedingt mal wissen, wie das ausschaut. Aber ja, ich habe schon viel gekräftet. Oh, da kostet doch richtig Strom, ne? Hier. 750 Strom und 100 Masse. Ja, das ist schon heftig. Ja, ziehen wir mal rüber, gleich hier. Ne, geht nicht. Erstmal ins Inventar und dann rüberziehen. So. Wie gesagt, ich hätte es gerne hier, wenn das passt, da an der Wand. Gut, dann müssen wir erstmal Inventar öffnen. Na, hier die 8. Ich brauche nur die 8, ne? Nur die 8. Wieso passt das nicht? Passt nicht. Ja, da wo blau ist, passt das ja. Wieso passt das nicht hier hin? Verstehe ich nicht. Muss ich das drehen oder? Nein, ne? So, das soll einer verstehen, dass das hier in die Bude nicht passt. Hier. Ist das zum Hinstellen? Ja. Das, so wie die Heizung, ja? Aha. So wie die Heizung einfach zum Hinstellen. Ja, wo soll ich denn das jetzt hier hinstellen? Ihr seid ja gut. Hier so. Erstmal so provisorisch, ja. So, stellen wir es da hin. Gucken wir mal. Ach, kann man auch hier aufwerten, ja. Man braucht wieder Platinen. Okay. Wenn ich ihn einschalte, braucht er 0,3 Strom. Alles klar. Ja, zurzeit kann ich ihn gar nicht woanders hinstellen. Da vielleicht. Nee, das ist zu weit weg, ne. Weit weg der Sessel. Naja, brauche ich überhaupt hier einen Sessel? Warte mal, kann ich mich nach draußen stellen? Die Couch habe ich ja schon. Ja. Die Kiste. Die Kiste. Achso, da habe ich ja das drin. Ja, das machen wir ja später. Ich brauche noch mehr von den Schienen hier. Unendlich viele Schienen. Von daher geht das jetzt erstmal gar nicht. So, tun wir erstmal hier Eisenbahn zurück. Und das zurück. Also, so, mein Bogen. Irgendwas zu reparieren. Nein. Alles aber gut. Ah, die Stöcker, ja, die habe ich ja zwischendurch auch gekräftet. Ja. Okay. Also ein paar Pfeile wollte ich noch machen. Dafür habe ich auch die Stöcker hier gekräftet. Nägel können wir jetzt haufenweise wieder gebrauchen. Weil ich habe mal was vor. Mal sehen. Was bekommen hier. So. Perlen, wie sieht es mit Perlen aus? Ja, das können wir auch, mehr vertragen. Asche brauchen wir unendlich. Jetzt haben wir jetzt 5 Öfen. So, wie sieht es mit Öfen aus? Wir wollen ja ein bisschen. Oha. Ja, jetzt brauche ich natürlich Holz ohne Ende.
Ist der helle Wahnsinn. Aber da mache ich für euch ja gerne so nebenbei. Man kann ich hier eine ganze Stunde Bäume fällen. Ist ja ziemlich langweilig für euch. So. So, jetzt gehen wir mal los und gehen mal ein bisschen auf die Jagd. Wir brauchen alles praktisch. Mal sehen, was wir looten können. Unseren Haustieren geht's gut. Level 8 und Level 8, ja, bald gibt's Federn. Also Häschen, ach, du bist schon Level 10. Ah ja, tut mir leid, guck mal her. Nein, ich tue dich ja umsonst verköstigen. Ich tue dich ja umsonst verköstigen. Nee, das geht nicht. Das ist nicht rentabel, mein Kleiner. Tut mir leid. Ja, das ist wie zu Weihnachten. Die Amerikaner nehmen ja Puten und wir nehmen die Gans. So. Ja, tut mir leid, also ja, tu mal eben die Blaubeere weg. Ich möchte das Inventar so frei haben wie nur möglich. Die Asche brauche ich auch nicht unbedingt. Habe ich auch noch Platz? Habe ich noch. Gut, Asche hier rein. Auf geht's. So. Achso, unsere Hühner fallen. Wir hatten 3 aufgestellt. 1, 2. Ein totes Huhn. Ist nicht so schön. Komme ich wieder mal zu spät. Im Moment hatte ich nicht 3 fallen. Es sind jetzt nur 2 da. Ich glaube, ich hatte 3 aufgestellt, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, die haben auch nur eine Haltbarkeitszeit. Dann sind die plötzlich verschwunden. Tja, dann werden wir mal etwas schauen, was wir heute so antreffen werden, sehen werden, looten können, fangen können, erbeuten können. Oh, oh, da höre ich schon wieder Wolfi. Wolfi, lass mich in Ruhe. Mann, Wolfi, ich wollte den Hirsch. Ja, ist ja gut, komm her. Ich wollte den Hirsch und nicht dich haben. Du funkst wieder dazwischen, Junge. Selber schuld. Hoffentlich krieg ich den Hirsch noch. Ja. Ah, ich habe gar keine Patronen. Ach du meine Güte. Ja, so kann ich keinen Hirsch jagen. Nein. Hat der Hirsch schon mal Glück gehabt. Ach, ich habe mich noch infiziert. Moment, muss ich mal. Desinfektionsmittel nehmen. Ich habe gar keine Patronen. Hab nicht drauf geachtet. Sollte man aber. Na gut, ich war jetzt nicht unbedingt auf die Jagd ausgerichtet, aber dass ich jetzt noch hier stehe, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das geht nur mit Fernschüssen. Ah, erstmal hier, Hände waschen hier. Haben wir Info? Nein, Wasser fehlt uns nicht. Gut. Achso, Essen. Oh, wie sieht das aus mit Essen trinken? Oh Mann, ich habe einen riesigen Hunger hier. Darauf habe ich jetzt auch nicht direkt drauf geachtet. Schmeißen wir noch mehr rein, auch schlachten. Na, das hält wieder ein bisschen ab, ne, von dem, was man vorhat. Ist halt so. Ja, das war wieder. Jetzt habe ich ja 5 Öfen. Ja. Das ist wegen den Beeten, die brauchen wahrscheinlich viel Dünger. Asche brauche ich auch, um mein Schießpulver herzustellen. Von daher
Ja, macht halt eben halt ein bisschen mehr Arbeit. So, was haben wir? Okay, ich habe ja Essen im Ofen, aber trotzdem. Können wir die beiden vernaschen? Ja, können wir. Gut. Nochmal trinken. Nochmal trinken. So, dann haben wir das schon mal weg. So, komm, immer noch zwei frische dazu. Unsere Brücken 4. Ich mach das mal so. Okay, das kann erstmal weg hier. Wir waren zwar noch kurz draußen, aber auslagern werden wir auf jeden Fall. 30 Pfeile haben wir nur. Na komm, machen wir noch. Ja. Ein paar Pfeile noch dabei. Wenn wir hier auf 3 mal tippen, dann kriegen wir 6 Pfeile dazu. Sind wir dann auf 36. Brauchen wir weg. Ich will mich nicht lange aufhalten. Und das Essen muss dann nicht gleich verschmoren, wollte ich gerade sagen. Ist aber schon. Ha. Jo. Diese Hähnchen. Hasenschenkel, die gehen ja ganz schnell weg. Egal, tun wir hier rein. Achso, wir haben mal was gekräftet, ne? Vorhin. Jetzt geht mal alles hier rüber. Kommt das alles in den Masseverwerter. Alles rein hier. Masseverwerter. Nein, du nicht. Du nicht. Schon wieder Durst? Ah ja, wir haben ja Sommer. Jetzt muss ich mal gucken. Heiß, hier steht heiß. Ich denke, wir sind zu warm angezogen. 26 Grad, 26,2, ja. Ganz klar zu warm angezogen. Dann werde ich mal eben mein T-Shirt wechseln hier. Na, komm her, komm weg hier. Was ist denn jetzt hier? Warte mal. Wärme 2, Wärme 1. Nimm mal den hier. So. Naja. 26,5. Geht es immer noch hier? Ja, Moment. Wärme 3, Wärme 0,5. Ist doch wohl weniger, oder? Immer noch zu heiß. Gibt's ja gar nicht. Immer noch zu heiß. Ah, dafür kann ich jetzt auch nichts. Da muss der Entwickler mal ein bisschen mehr darauf achten, dass die Daten auch stimmen. So, wir gehen jetzt oben raus. Also haben wir alles. Ja, trinken haben wir. Ein bisschen essen auch. Es geht weiter. Wir gehen Bluetooth. Wie gesagt. Im Prinzip brauchen wir alles. Nun, wir können nicht gleichzeitig angeln, tauchen, jagen, looten und so weiter. Das geht alles nicht. Dann müssen wir uns dann wieder ein bisschen einteilen. Wir sagen, für heute gehen wir mal auf Loot-Tour. Und wenn wir wieder so einen durigen Wolf sehen. Oder so ein Brombeer oder ein Hirschbär ist ganz schön. Ja. Ach, ich habe die Patronen. Ach Mann. Die Patronen wieder vergessen. Also Fernschüsse gibt's nicht. Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen, komm her. Wo bist du? Die sind so kleine Geflügelteile hier. What? Hühnchen. Ah, daneben. Also den Pfeil kriegt er wieder, oder? Ja, den Pfeil kriegt er wieder. Und man hört das am Geräusch. Wer ist das?
Ja, ohne Gewehr kriegst du dich ja auch nicht. Verdammt. Also, lass ich dich in Ruhe. Gut, dass du nicht angreifst. Ich habe jetzt keine Lust, wieder nach Hause zu gehen. Extra Patronen zu kräften. Dann machen wir erstmal was anderes hier. Ah, Hütchen. Habe ich jetzt Glück? Mehr Glück als vorher? Schau mal. Ach ne, ach, schon wieder. Na komm her. Put, 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 wo bist du? Hühnchen. Ich brauche Federn für meine Pfeile. Ja, keine Angst. Wenn du überlebst, kommst du in den Stall. Du hast noch 10 Tage. 10 Tage wirst du verköstigt. Komm her. Besser als draußen in der Wildnis. Ja, komm her. Komm her. Hier ist so klein. Hier sieht man hohen Gras gar nicht. Ja. Hühnchen weg, ne? Oder ich bin blind. Ja, ja, wir sind im Monat Juni. Hochsommer. Nee, nicht ganz Hochsommer, aber da sieht man sie nicht so gut. So, schauen wir uns einfach mal so um. Vielleicht finden wir auch mal wieder nette Kisten und Taschen. Vielleicht auch mal so eine riesengroße wieder. Wird auch Zeit, wir brauchen Waffenteile. Wie soll ich sonst an meine Winchester kommen? Die hätte ich ja auch gerne. Aber wie gesagt, man kann nicht gleich alles sofort haben. Es bedarf viel Zeit, um nach und nach alles, was man gerne hätte, zu kräften, zu erbauen, wie man es gerne möchte. Ah, da ist er. Ah, ja. Vielleicht reicht ja der Colt. Bin mir nicht sicher. Wie weit schießt der Colt? Weil der Hirsch ist genauso schreckhaft wie das Wildschwein. Der läuft nämlich schon weg. Seht ihr das? Ob der Colt im Haupt so weit schießen kann? Das ist jetzt die Frage. Habe ich ihn getroffen oder nicht? Kann man jetzt nicht sehen. Man sieht nämlich seinen Balken nicht. Wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Ist er abgetaucht? Ein Hirsch, der tauchen kann? Glaube ich ja nicht. Wo bist du denn? Ach, da bist du ja. Ne? Ah, er kommt. Ah, der Colt schießt auch ziemlich weit, das wusste ich nicht. Wie das mit dem Colt auch geht, ja, da bin ich ja recht zufrieden. So. Ich nicht gedacht jetzt. Ersten Moment. Ich hab's auch nicht ausgetestet. Ich hab wahrscheinlich zu viel Wildwestfilme gesehen. Wenn die sich duellieren, dann sind die höchstens 10 Meter auseinander oder so. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht sind es auch 20. Aber Colt ist da kein Gewehr, ne? So. Gucken wir mal hier ein bisschen. Über die Wiesen. Schau mal, was wir hier so vorfinden werden. Aha. Naja, immerhin. Leichtes Unwetter, starker Wind. Regen. Ah, geht aber. Der Bogen ist richtig. Ist für den Wolf, da brauche ich nicht mehr 2 Pfeile. Wenn ich einen anderen Bogen nehme, brauche ich 3 Pfeile. Ja. Komm her, Wolfi. Ich brauche Fett. Was? Achso, da bist du. Da bist du ja. Gut. Sehr schön.
Und weiter geht's. Haben wir da hinten, ich sehe da was. Sehr schön. Gut. Eine Waffe. Was haben wir denn hier? Hunger. Trinken. Nehmen wir auch noch. Und ich nehme auch noch. So. Weiter geht's. Immer zusehen, dass man Inventar Plätze frei macht. Hier ist hin und das laufen. Weil wenn wir immer Wildtiere erlegen, haben wir meist immer Leder dabei. Gutes Wildleder. Also, Bienen habe ich bisher noch nicht gehört. Die hört man ja. Man braucht nicht unbedingt auf die Bäume schauen. Man hört sie. Muss einfach die Lautstärke vom Kopfhörer ein bisschen aufdrehen. Dann hört man die Bienen schon summen. Was? Was? Also, ich habe gedacht, wäre was rausgefallen. Nein. Wer ist das? Wolfi? Na? Wolfi, ja? Komm her. Ach, ein Pfeil verschossen. Komm her, mein Junge. So. Schäft man ein bisschen Fett. Also gut genährt war er nicht jetzt. So. Hände waschen. Ja, jetzt werde ich erstmal zum See gehen. Die Feldflaschen auffüllen. Ja, komm schon. Ja. So. So, haben wir aufgefüllt. Wo haben wir denn noch? Was? Wo? Hier oben. Bisschen Fasern. Unsere Seile. Wieder Fasern. Hier muss man aufpassen, damit man sich die Beine nicht bricht. Und Mr. Wolf ist wieder da. Wolf? Komm her. Ah, tut mir leid, aber... Ist halt so. Ne? Der taucht immer in Rudeln auf. Ja. Ist die Ausbeute gar nicht mal so schlecht. Ach, hier haben wir wieder ein Hühnchen. Habe ich Glück. Treffe ich den Kleinen überhaupt hier? Na, das. Na. Mist. Wieder nehmen. Aber der Pfeil müsste eigentlich noch da sein. Hat nicht geknackt. Okay. Gut. Ah, hier sind ja zwei Taschen. Ist gut. So. Hühnchen schon wieder. Hühnchen. Ja, bleib schön da. Ja, so ist brav. So ist brav. Nein, lebt nicht. Habe ich noch Platz hier. Ich habe wieder Pech. Mit Zeit überleben meine Hühner nicht. Obwohl ich schon eine Schwäche im Bogen nehme. Der hat nicht so viel Bums drauf. Also der verursacht nicht so viel Schaden. Und dennoch. Ja, Wolfi, ich kümmere mich gleich um dich, ja? Muss ich einen anderen Bogen wieder nehmen. Habe ich den Spezialbogen. Ja. Das ist der Reflexbogen. Ja. So. Gut. Wird schon wieder dunkel. Tja, dann würde ich sagen, wir bewegen uns Richtung Heimat. Patronenkräften sollten wir auch.
unser Gewehr. Schrotflinte. Und zur Not den Colt auch noch. Oh, wird aber schnell dunkel. Die Witcher zurück. Ja. Oh, das sieht ja fast so aus wie letzte Woche hier bei uns. Eine Stunde Regen, eine Stunde Sonne, eine Stunde Regen, eine Stunde Sonne. Das war ja schlimm. Ist ja fast genauso. Fühlt man sich ja fast heimisch. Na, Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Ah, in dem Regen kriege ich nicht. Nein, in dem Regen, das geht nicht. Tut mir leid. Was heißt, tut mir leid? Wenn du Pech hast, du belebst das nicht. Alles gut. Komm, wir schwimmen rüber. Ich habe jetzt keine große Lust, hier rumzulaufen. Wird dunkel. Unsere Öfen laufen noch, wie es ausschaut. Da müssen wir meistens immer als erstes hin. Ja, wenn die auslaufen, hat man gleich zurzeit 5 Zünder, die wir gleichzeitig machen müssen. Ist schon materialmäßig ein wenig aufwendig und von daher kümmern wir uns erst um die Öfen, ist meistens wichtiger als alles andere. Erst die Öfen, dann die Tiere, dann die Beete. Jeder hat sein eigenes, da seht ihr, na gut, geht noch. Also nicht ganz so schlimm. Aber dennoch, man sollte als erstes hier noch schauen. Sehr wichtig aus meiner Sicht. So. Oh, was haben wir hier noch? Natürlich auch Eis, wie ist das? Schmelze auch nicht. Jetzt tun wir erstmal Wasser rein. So. Dann haben wir hier. Achso, muss ich ja zerteilen. Wir haben wieder Hunger. Okay. So, einmal Fett hier rein. Fett hier rein. Gut. Jetzt haben wir so viel Öfen, das können wir Essen ohne Ende machen. Wo wir sehr wahrscheinlich gar nicht so viel brauchen. So, waren wir ein Huhn, ne? Ja. Dann haben wir das hier. Okay. Dann kommt irgendwas anderes mal weg. Samen weg. Ja, komm her. Hier auslagern. Gut. Apfel. Ah, den brauchen wir nicht unbedingt. Wie sieht es denn aus? Ne, haben wir gar nicht gebraucht, ne? Haben wir gar nicht eingeschaltet. Ja. Masse. Okay. Ist nicht dringend notwendig zur Zeit. So, ein Apfelturm auch rüber. Haben wir mindestens 2 Äpfel. Wer weiß, wozu mal gut ist, wenn wir irgendwie Gerichte machen oder so. Entschuldigung. So. Schauen wir mal hier. Ja, komm, ist so dunkel. Ohne Licht läuft ja gar nichts nachts. Ich sehe noch einigermaßen, aber was ihr seht, weiß ich jetzt nicht. So. So, gehen wir mal die Reihe durch. Man vergisst schon mal schnell, aber so viele Öfen, was man alles drin hat. Sieht aber ganz gut aus. Essen ist diesmal nicht so verschmort, wie ich das leidenschaftlicherweise unbeabsichtigt immer schaffe. Ja, Wasser haben wir auch. Okay, da habe ich da wieder mein Wasser. Wie sieht's aus?
Ach, da ist ein Herr. Okay, dann erstmal den hier. Vielleicht mal eingefahren. Jawohl. Auch ein Stückchen Wasser. So, dann sind wir auch wieder bedient. Kühlschrank. Ja, tun wir die drei hier. Die drei weg. Die vier können eigentlich auch weg. Machen wir noch so eine Leber. Haben wir auch noch einen hier. Machen wir unsere Leber, dann gucken wir mal. Patronenmäßig. Ein bisschen haben wir ja hier. Für unser Gewehr. Ja. 5. Was kriegen wir denn noch? Ah, wir kriegen einiges raus hier. 5, 6, 7. Dann nehmen wir noch hier. Das war schon fast. Für den Colt können wir eine, ja. Na gut. Dann machen wir eine hier noch. Dann ist gut. Dann haben wir das auch. So. Bioöl kommt dann hier hin. Ah, wir können wieder ein paar Pfeile machen. Sehr schön. Pfeile brauchen wir immer. Ach, Leder haben wir wieder zu viel. Ne? Ja. Na gut, dann kann man eine Leder raustun. Dann sparen wir ja auch Blitzken. Tun wir hier rein. Ein mit dir. Haben wir noch was zum Wegschmeißen? Ja, nehmen wir die Hälfte hiervon. Da brauchen wir auch nicht alles. So. Ja, nehmen wir auch noch. Komm. Alles in den Verwerter. Wie viel kriegen wir die von? Ne, ist schon gut. Braucht gar nicht mehr reinschmeißen. Alles klar. Gut, dann wollen wir jetzt nur noch für Strom sorgen. Dann machen wir unsere Generatoren an. Und bevor wir wieder anfangen zu kräften, sind wir ganz glücklich, dass wir soweit alles haben. Ja, Gewehr muss ich aufladen. Ja, das kommt ja alles noch durch. Okay. Das erste Mal, dass ich hier über 200 bin. Erstaunlich. Ich muss mal gucken. Also Metall brauche ich auf jeden Fall. Metall, Kupfer, Zink brauchen wir gar nicht mehr. Vorwiegend Metall. Zink brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir Metall. Metall. Haben wir hier auch. Hier auch. Da kommt ein bisschen Kupfer. Nochmal Kupfer noch. Nochmal Kupfer. So. Welchen habe ich jetzt ausgelassen? Hier. Muss ich auch noch weg tun. Damit man einen Überblick hat. Ich habe gleich raus, sofort rausnehmen können. Oh nein, manchmal fällt dann das ein bisschen später ein. So, ab zur Raffinerie. Und dann packen wir mal das und das noch ein. Gut, das rüber. Direkt auslagern. So, ja, da brauchen wir noch. Eisfragmente brauchen wir noch. Kupfer haben wir noch nicht, keine 200 erreicht. Patronen runterziehen. Was haben wir noch? Eine kommt noch. Ein bisschen kommt noch. Für unseren Colt. Ach, da haben wir ja eigentlich. Ich ziehe da mal rüber. So, erstmal hier. Bevor wir beim nächsten Mal vergessen. Schon mal unsere Waffen, wenn es geht, voll bestücken. Volle Magazine. Und dann geht's wieder weiter auf die Jagd. Aber ich würde mal sagen, das war's dann. Das Überschüssige tun wir dann zur Seite. Was kommt noch? Ah, die Pfeile. Okay, die kommen hier oben hin. Gut. Soweit, so gut. Ja.
gar nicht schlecht. Ausspeichern und. Oh, wird schon wieder hell. Oh, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wieder einmal mit Subsistence. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Dennis Potter.